Moin ihr Lieben und herzlich willkommen bei meiner Reise durch das Land der Verbannten hier in Conan Exiles und unser neuer, den ich engagiert habe, Sklave, ist jetzt fertig. Haben wir jetzt ein paar Mal gemacht. So, dann haben wir den Kollegen, einen Dafari-Kämpfer, der wieder aussieht wie meiner einer, ne? So, den kleiden wir doch erstmal schick ein hier. Der kriegt Schuhe. Der kriegt hier den Harnisch. Der kriegt den Helm. Der kriegt Handschuhe. Und der kriegt den Rück. La Röcke. Jetzt brauche ich nochmal Waffen für den Kollegen, wohl? So, was haben wir denn hier? Komm, dann kriegt er auch so eine stachelbesetzten Eisenstreitkolben, wie ich den habe. Ja, komm, machen wir den. Und ich wollte noch so eine Eisentage machen. Rüstungsmacher. Quatsch, Rüstungsmacher. Hier, das Gerät wollte ich noch für den bauen. 16 Holz, 24 Eisen. So. Hergestellt. So. Fertig? Fertig. So, wie weit ist er? Ah, fast fertig. So, genau. Ansonsten habe ich hier nochmal wieder Stahlfeuer noch am Laufen. Ne? Da kommen noch ein paar raus. Achso, die wollte ich hier mal... erstmal hier absetzen. Ich habe hier mal ein paar Ziegel gemacht. Jetzt packe ich das Stahlfeuer noch eben hier rein. Ja. Und dann kannst du das hier alles erstmal halten. Da waren doch noch Schuhe, oder? Hä? Wo sind die Schuhe hin? Du hast hier aber eingesteckt. Na toll. Was machst denn du da? Was soll denn der Scheiß? Ja, das ist hier Sklavenzeugs. Ich habe mir ja hier freigeschaltet auf der 3 die Färberwerkbank, die ich noch bauen will. Dann würde ich das nochmal irgendwann bauen. Irgendwann, aber dafür brauche ich noch ein anderes Holz. Nee. Hier wollte ich dann diesen Pflanzdruck nochmal bauen später. Den habe ich freigeschaltet. Hier, die Demontagebank. Aber dafür brauche ich isoliertes Holz. Das mache ich hier. Und dafür brauche ich trockenes Holz und Harz. Warte mal, Harz haben wir doch, ne? Hier, ordentlich Harz. Nicht 4, sondern 3. So. Ach, guck mal, hier habe ich alchemistische Grundsubstanz sogar. Dämonenblut räumen wir gleich nochmal um. Dann gehört hier gar nicht rein. Genauso wie das Gesöff der Toten. Hier sind die Dinger. Dann habe ich gesagt, hier 200 davon. So. Und dann machen wir das hier mit dem Harz zusammen. Die tun wir auch erstmal hier rein. So, dann mach mal, was fehlt denn noch? Harz und trockenes Holz. Wo kriegt der jetzt trockenes Holz her? Ach, du ahnst es nicht. Wo kriegt man denn jetzt getrocknetes Holz her? Ach, du Scheiße, ey. Ha. Ich hätte jetzt gedacht, hier, ne? Belagerungsfundament. Ah, trockenes Holz. Na toll. Muss ich gucken. Ach, immer wieder was Neues, ne? So, hier, dein Schild, genau. Genau. Ich habe für dich jetzt hier. Das gib mir mal, das schmeißen wir gleich weg. Ich habe für dich die Keule. Das Schild, nenne ich die Fackel, das Schild.
Und die Eisenkeule. Genau, die kannst du haben, falls ich das mal brauche. Und dann packe ich, das schmeiße ich weg, habe ich gesagt, ne? Genauso wie das weg kann und das kann weg, ne? Dämonenblut wollte ich noch wegpacken. Chup, 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 chup. Ich pack das jetzt erstmal alles immer hier rein. Zur Blut und Sekrete und sowas. So, jetzt folgst du mir. Du musst ja noch was lernen. Und zwar brauchen wir hier noch mal 10 Krokodile besiegen. Der gute Mann braucht noch ein bisschen was auf der Lebensleiste. Also gehen wir jetzt hier 10 Krokodile besiegen. Und er wird der Hauptkiller. Guck, er killt schon da unten. So, da ist er schon aufgestiegen. Oh, der hat auch ein Krokodil alleine gekillt. Feiner Kerl. Hey. Blumen. Da hatte ich Blutungsschaden, du. So. So tut er notwendig hier, ne? So, natürlich nehme ich die Krokodilhaut wieder mit. Ganz einfach. Die ist für meine Rüstung zu reparieren, ne? Außerdem gibt das Leder. Aber wir müssen demnächst mal Nashörner jagen. So, komm mit, mein Freund. Bist du bei mich bei? Hier hängt normalerweise auch immer eins rum. Also, normal, normal. Da ist es auch schon. Nee, nicht bewegen, angreifen. Ja, genau, mach Blatt hier. Au. Hab mich da blöde Viech glatt erwischt, du. So war das aber auch. So, da haben wir die nächsten. Diesmal habe ich sie auf mich gelenkt. Na, klasse. Jetzt wird es auch noch dunkel. Komm. Mach für euch Licht an. So, Nummer 1 tut. Noch 4. Wie viel hat er denn schon? Ne, du sollst nicht tanzen. Du sollst mir sagen, was du für Werte jetzt hast. Ja, ein bisschen musst du noch. Ja? Komm, Freund der Sonne. So, 2 noch. Ja. Da. Na komm, den darfst du. Du musst noch ein bisschen was lernen. Your heart will be eaten. So, der Gute lernt schnell. Also unter 1500 kommt der nirgendwo mehr mit hin. Am liebsten noch weniger. Noch mehr. 2000 Leben wäre nicht schlecht. Aber der ist gut gerüstet jetzt. Na, der andere war auch nicht schlecht gerüstet. So, ein scheiß Krokodil. Ich sag mal Krokodil.
So, was ist denn nun hier? Ah! Na, es geht doch. Na toll, hat er mich trotzdem noch erwischt, der Sack, ey. So. So, gucken wir mal, was wir als nächstes hier für eine Aufgabe kriegen. So, lass mal schauen. Und ob wir aufsteigen. Na ja. Wir sind eine Stufe weiter. Eutetiere besiegen. Ja, guck mal, dann lass doch mal hier gucken. Ja, Belohnung anfordern. Oh, dann kriegen wir den Löwen freigeschaltet. Na komm, den schaffst du alleine, mein Freund. Er braucht gleich noch was Essbares, ne? Komm, mach fertig jetzt da. Das dauert so lange. Danke. So, dann erstmal zurück. Aber warte mal. Dann kann ich doch mal kurz hier sicherheitshalber. So. So, alles wieder heile. Vom Allerfeinsten hier, ne? So, was hast du jetzt so wertetechnisch wieder hochgekriegt? Ah, nix, ne? Bist du gar nicht aufgestiegen, leveltechnisch? Ja, da müssen wir noch ein bisschen was machen. Gut, dann kriegst du erst noch ein paar Beutetiere. Nee, Quatsch, die nehme ich lieber selber, weil die rennen dir ja weg. Okay. Warte, 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 was wollte ich? Ach so, die Reptilienhaut und so wegpacken, ne? Aber dann kann ich das wegpacken. Das kommt da hinten rein. Ja. Wo habe ich das jetzt wieder alles weg? Hier weg. Weg. Warum Pflanzenfasern? Und den Rest wieder hier rein. Hier rein. Hier und hier. Und hier. Und da. Und die 4 wieder weg. Die 50 weg. So, und dann ist gut. Dann kriegst du hier Essbares. Zack. So, komm. Beutetiere jagen. Da sind immer noch keine nachgekommen. So, jetzt geh doch mal. So, du nimmst dir den? Nee, du sollst den da nehmen. Du dehn ich das. Ja, ja. Och, der macht den wohl platt. So. Müssen wir ein bisschen drauf achten, aber siehst du, fertig, ne? Bestens. Bester Mann.
Ah, mit zweien will ich ihn aber auch nicht alleine lassen. Ach. Ja, lass mich doch alleine hier. Gut, dass er nur eine Steinnase ist. Die mich tatsächlich trifft, du. Spitzhacke da. Ach, kommen wir auch noch wieder, ja? So, komm. Ach, ja. Komm, wir gehen noch ein bisschen üben hier. An den Hyänen. Mein Gott. So, geh du mal gucken da. Mal gucken, wie er sich macht. Oh. Gegen drei. Ist schon ein bisschen fies, ne? Hey. Na, gucke. Schon wieder drei. Ja, der verblutet von alleine. So. Lassen noch ein bisschen aufsteigen hier. Sind das Babys? Meiner. Oh, da war ich jetzt ein bisschen übermütig hier. Nur für ein Baby. Ja, dann weiß ich ja, was ich jetzt machen muss, ne? Upsa. So, komm. Hier, den darfst du haben. Alter, lass den doch mal in Ruhe hier. So. Mein Freund der Sonne, gönn dir einen Schluck. Guck mal, du musst noch weiter aufsteigen hier. Und cool ist, wir haben ein Zupfelhyänenjunges. Ah! Cool, ein treuer Begleiter. Ein weiterer. Hier gibt es nochmal Beutetiere, ne? Die hole ich mir jetzt. Noch eben fix. Während mein Kollege sich den da schnappt. Sag mal. So. Währenddessen schnapp ich mir den da. Na, oder nicht? So. Ah ja, auch erledigt. So, jetzt nehmen wir da trotzdem neu mit. Alter, alleine fertig gemacht. Guter Mann, guter Mann. Ah, der braucht noch ein paar Punkte hier. Aber, ja. Dann machen wir noch ein paar Dingos hier vorne. Doof wäre, wenn da jetzt ein Boss kommt. Da muss ich tatsächlich ein bisschen aufpassen. Aber dann kann ich volle Kanacke rangehen. Hm.
Ja, das sieht nämlich so aus. Das könnte ein Boss sein, muss aber nicht. Das war zumindest das letzte Mal der Boss, der mich fertig gemacht hat, ne? So, komm, du greifst an, ich guck zu und wenn es der Boss ist, helfe ich dir schnell. Nö, ist kein Boss. Ich helfe dir trotzdem schnell. So, hier, das Lager. Da kommt er her. So, komm. Die beiden machen wir auch noch. Muss ja mal ein bisschen aufsteigen, ne? Ja, der ist gar nicht schlecht, ne? Worauf soll ich denn da warten? Bam, bam. Was habe ich eigentlich für Werte? Ich habe 339 nur. Der hat ja wesentlich mehr als ich. So, okay. Haben wir. Nee, nee. Wir riskieren jetzt nicht schon wieder einen Kollegen da. So, dann haben wir alle erledigt hier, ne? Wir haben jetzt ein Baby, das heißt, ich muss mal eben los einen Stall aufbauen. Das ist dann unser nächstes Ziel und dann will ich mal da oben so ein bisschen rumgucken. Was da so ist. Ach, guck mal. Guck mal, noch ein bisschen was zum Üben hier. Die sind nachgespawnt. Ist für mich auch nicht schlecht. Ey. Jetzt geh doch mal, scheiß Ausdauer. Und was machst du da hinten, du Nase? Du sollst mich beschützen. Na, klappt ja mit dir. Ach, jetzt kommst du auch noch mal, ja? Wow, heb dein Schild nicht so hoch. Könntest jemanden verletzen. Wieso hat er denn den ersten nicht getroffen? Hallo? Hier sind noch mehr Babys. Eins will ich noch. Das hilfst du auch noch mal mit, Kollege. Ich glaube nicht, ne? Ach, du ahnst es nicht. Ja, 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 ja. So, jetzt kommt doch mal her hier. Alle, wie ihr da seid. So, Kollege, hast du gesehen, wie das funktioniert? Wieso hilfst du mir eigentlich nicht, du Nase, ey? Echt, steht da rum und macht nichts für sein Geld. Quatsch. Mann, Mann, Mann. Kollege, ich muss mal dein Verhalten hier ändern, ne? Bewache mich. So, du Arsch. Du sollst dir für mich einen Arsch aufreißen. Guck, noch eins. Nein, zwei reichen doch dicke, ey. Sowieso nicht, was ich damit anfangen kann. So, eine Hyäne. Dein Magen knurrt. Ja, oh, trinken könnt ihr auch mal wieder gebrauchen. Tja, Entschuldigung. So, zwei Hyänenbabys, ey. Geile Sache. Ja, für ein blödes Loch hier. Gibt es doch gar nicht. So. Was brauche ich denn dafür wohl? Kleiner Tierferch oder hier diesen hier. 300 Steine, 400 Stöcker, 20 Zwirn. Kein Thema. So, du? Ne? So. Bewach mal hier was.
steht aber auch ekelhaft im Weg, ey. Also, was habe ich gesagt? Gefährten. Das Ding jetzt. Hier fähr ich. 300 Steine, 400 Stöcker. Holz, Holz, Holz. Wo habe ich das denn schon wieder? 130 Steine. Wo habe ich denn da? 400 Holz. Muss ich schon wieder Holz sammeln gehen, ey. Und was waren das noch? Wie viele Zwirne waren das? Hier ist der Zwirn. 20. Nee, nicht die Richtung, die Richtung. Ich muss jetzt mal erstmal gucken, wo ich den hier wohl hinkriege. Weißt was, den baue ich hier oben hin. Ja, da ist mehr Platz. So, hier so. Ja. Überlagerung. Ah, hier, warte. Hier war noch was. So, hier ist der Eingang. Boom. Alter. Pfandkasten. Oh. Ja, hier kriege ich doch bestimmt beide rein, oder? So, die brauchen rohes Fleisch. Habe ich hier. Guck mal. Hier rein damit. Jawohl. Gezähmte Tüpfelhyäne. Das dauert jetzt ein bisschen, ne? Ja. Alter, das ist ein mega Vieh hier, ey. Aber gut, hier kannst du wenigstens was machen. Hier kriege ich dann nämlich zwei gezähmt. Das ist gut. Ja, vom Feinsten hier. Super. So, Kollege, wie sieht's bei dir aus? Wir müssen dich noch ein bisschen pimpen, ey. Werte. Schaden um 10. 79% Mut. Vitalität, ey. Geht nicht so schnell hoch. Gekochte Schweineschwarte. Fleischfetzen? Ja, ist schon das Zweitliebste. Gegrillte Keule. Ah ja. Ja, den. Zwei Dingos. Hyänen hier. Gezähmt. Proxys sind wieder da, ne? Klar. Ja. Dann würde ich sagen, machen wir heute mal ein bisschen früher Schluss. Ist ja auch nicht viel. Hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, zeigt es mir mit dem Daumen nach oben. Lasst mir gerne ein Abo da, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und sehr, sehr gerne auch Kommentare. Würde ich mich sehr darüber freuen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Abend. Bis dahin. Ciao.